Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf unserem Kanal, also folgen gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, heute mal alleine am Start und wir gehen in Item Shop vom 28.10.2019. Wir haben einen neuen Skin, eine neue Picke und eine neue Lackierung im Shop und noch eine neue Lackierung, okay. Wir fangen an mit dem Kuckuck. Der Kuckuck hat zwei Stile und ich finde den Stil einfach nur schlimm. Der Stil ist ganz okay. Ich gebe dem Peekaboo, gebe ich 7 von 10 und hat eine Benotung von 3,435 bei 60 Boots, was am 23. September 2018 im Shop gewesen, soll im 11 Mal und 77 Reminders. Bei Tricks. Ja, Baltrix finde ich, ja, geht 6 von 10. 3,355 bei 10 Votes, zuerst am 16. Juni 2018 im Shop gewesen, seit 10 Mal und 10 Reminders. Scorpion. Scorpion ist ja so der typische Wüstenskin. Den finde ich eigentlich ziemlich gut. Der kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10. Für 4,085 bei 74 Votes, das am 28. August 2018 im Shop gewesen, seit 20 Mal und 101 Reminders. Auferweckt. Finde ich extrem cool, kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10. Und Reanimated hat eine Benotung von 4,1455 bei 42 Votes, das ist am 3. März 2018 im Shop gewesen, seit 24 Mal und 42 Reminders. Wir kommen zum Lufthorn. Ja. Ja, Lufthorn habe ich mir ebenfalls gekauft, ist ganz geil. Kriegt von mir auch 9 von, sagen wir 10 von 10, okay. 4,0755 bei 15 Votes, das ist am 4. Februar 2019 im Shop gewesen, seit 7 und 13 Reminders. So, was kommen wir jetzt? Wir kommen erstmal zu Arachne. Ne, kommen wir erstmal zu diesen Stürmern. Da zeige ich nur eine Benotung. Den haben wir ja gestern schon benotet und die kriegen jetzt eine Benotung. Oder was haben die eigentlich für eine Benotung momentan? 2,835 bei 12 Fuchs und eine Reminder. Okay. Dann kommen wir zu dem Flugweber. Das Ding ist richtig geil. Kriegt von mir 10 von 10. Ja, sieht auch von hinten gut aus. 10 von 10. 3,455 bei 30 Votes. Das ist am 21. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seit 9 Mal und 20 Runners. Weil ich hatte das mal bei einem Gleiter. Dort sah es hinten total dämlich aus. Dann kommen wir. Ach, wir hatten gerade was hier im Set. Arachne. Kriegt von mir auch 10 von 10, ganz klar. 3,585 bei 256 Votes, das ist am 21. Oktober 2018 im Shop gewesen, seit 9 Mal und 124 Reminders. Netzfetzer, das Ding ist auch ziemlich cool. Ganz kurz ein Werkzeugeffekt. Ja, kriegt von mir 9 von, nee, 18 von 10, ist ja eine reaktive Picke. 3,435 bei 21 Votes, das ist am 21. Oktober 2018 im Shop gewesen, seit 9 Mal und 25 Reminders. Ja, kommen wir auch schon zu den neuen Items. Wir kommen erstmal zum Netz der Witwe. Das Ding sieht wirklich cool aus. Wirklich cool. Ja, das finde ich sogar echt gut. So, ja. Finde ich echt gut. Kriegt von mir 9 von 10. Keine 10. Keine Benotung und 0 Reminders. Okay. Und Großmaul. Das Ding sieht richtig witzig aus und richtig gut. Von vorne zumindest ziemlich witzig. Und ja, diese ganze Frösche hier, Chemie. Kriegt von mir Hungert nach Siegen, Minzbonbons und Seelen. Und das Ding kriegt von mir 8 von 10. Keine Benotung und 20 Reminders. Knirscher bekommen von mir. Die sind eigentlich auch schon mega geil. Ne? 10 von 10. 5 von 5 bei einem Wort und einem Reminder. Verschlinger. Das ist eine Lackierung und ja, die finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Muss ich ehrlich sagen. Da gibt es auf jeden Fall viel besseres. Und der kriegt auch von mir nur, keine Ahnung, was weiß ich, 5 von 10.
2 von 5 bei einem Wort und 0 Reminders. So, jetzt haben wir irgendwas vergessen. Nein. Dann kommen wir direkt zur Benotung des heutigen Itemshops. Und ich würde sagen, der Itemshop bekommt von mir ein Love It. Ja, kriegt von mir ein Love It. Weil ich finde Großmaul ganz gut. Die Knirsche finde ich gut. Und Arachna, alles mögliche, finde ich ziemlich gut. Also kriegt von mir ein Love It. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, abonniert unseren Kanal. Use den Support-Kanal und kommt sofort gleich in TV. Bis dann und tschüss.